Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Ja, hallo, da sind wir wieder. Jetzt geht es im Quintenzirkel nicht nur auf der rechten Seite weiter in Richtung der Kreuztonarten, sondern es gibt auch Tonarten, die verwenden Bs. Das heißt, sie machen Töne nicht um einen Halbton höher, sondern um einen Halbton tiefer. Das kann man hier gut sehen. Hier ist der Ton H. Und wenn ich diesen tiefer machen möchte, dann gehe ich auf die darunterliegende schwarze Taste und nehme stattdessen den Ton B. Das B ist hier grün eingezeichnet. In den Noten malen wir dann dieses B direkt vor die Note. Oder wenn es sich um ein ganzes Stück handelt, dann findet man das B später am Anfang der Zeile. So, was hat es jetzt mit diesem B auf sich? Warum brauche ich überhaupt ein B? Genau wie bei den Kreuzen ist es wieder so, ich möchte meine Tonleiterstufen umsetzen. Ich spiele jetzt einfach mal auf dem Virtual Piano die F-Dur-Tonleiter, aber noch ohne B. So ganz gefällt mir das nicht. Ich spiele das nochmal. Ah, hier ist der Übeltäter. An dieser Stelle müssen wir das H ersetzen durch das B, damit wir wieder unseren vertrauten Klang der Tonleiter bekommen. Jetzt klingt es wieder so, wie wir das kennen. Jetzt sage ich mal noch die Tonschritte dazu mit. F, erste Stufe, G, zweite Stufe, A, dritte Stufe, B, vierte Stufe, C, fünfte Stufe, D, sechste Stufe, E, siebte Stufe und F, wieder die achte, ist gleich erste Stufe. Ihr seht mit dem B, das funktioniert genauso wie mit dem Kreuz. Ich muss diesmal allerdings die Töne von oben her erniedrigen. Das heißt, ich denke von oben her, mache den Ton tiefer, dann wird aus H mein B. Und solange ich in F-Dur spiele, darf ich das H nicht mehr benutzen. Hier seht ihr nochmal die Tonleiter. Und an dieser Stelle in dem dick eingekringelten Feld unser B, das eben jetzt das H ersetzt. So, jetzt könnt ihr das selber nachvollziehen und ausprobieren. Mal mit H, mal ohne H. Und dann könnt ihr euch mit dem B vertraut machen, bevor es hier wieder weitergeht mit Rätseln und weiteren Tonarten. Tschüss!